So. Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Um das zu präsentieren, was am heutigen Tage das Allerwichtigste ist, am dritten Tag des 32. Chaos Communication Kongress, das Staffelfinale der Weisheit. Herzlich willkommen. Wie die anwesenden Livestream-Publikumshörer hören können, sind wir tatsächlich heute nicht allein. Ich hätte da nicht dran geglaubt, dass es tatsächlich noch andere Leute gibt, die uns live sehen wollen. Aber es ist tatsächlich der Fall. Herzlich willkommen, Publikum. Und ich begrüße tatsächlich heute hier auf der Bühne live und zum Angucken aus Aachen Malik Aziz. Lemmy ist tot. Oh, toll. Gleich so einsteigen, ey. Okay, dann ist er noch vorbei. Schade, also ich hätte gerne noch Frau Kirsche vorgestellt, die extra aus Bremen gekommen ist. Um das hier. Ich find's gut. Und aus Berlin, Patricia Camerata, herzlich willkommen. Guten Tag. Mein Name ist Markus Richter und ich spreche in Mikrofone und möchte das heute nicht alleine tun. So, herzlich willkommen zur Weisheit. Wir sind hier im Sendezentrum live auf dem 32. Chaos Communication Kongress und es sind tatsächlich Leute da. Und jetzt frage ich mich ja wirklich so, nach uns kommt ja der Realitätsabgleich mit zwei Schwergewichten der deutschen Podcast-Szene. Holger Klein, Tobi Bayer. Und ich frage mich, also es gibt hier auf dem Chaos Communication Kongress diese Tradition, wenn man, keine Ahnung, zur Nerd News Show will, da geht man schon zwei Vorträge vorher hin, damit man einen guten Sitzplatz hat. Sitzen alle hier. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wer ist denn jetzt explizit hergekommen, um der Weisheit zu hören? Bitte mal den Arm heben. Ah, ihr seid so großartig. Ich mag euch zwei. Frau Kirsche, als anwesende Statistikexpertin, war das relevant? Das war relevant, das war, also, Alter, 100%. 100? Oh. Also. Okay, ich würde ein bisschen zappeln. Aber gut. Wir sind ja heute hier zusammengekommen, um mit euch zu reden. Das wurde so ein bisschen angekündigt. Wir wissen nicht genau, ob das funktioniert. Wir wollen es aber gerne versuchen. The fuck? Was? Was denn jetzt schon wieder? Ich wurde getrollt. Von wem? Von jemandem mit... Wieso kriegt der eine Mate und ich nicht? Weil er noch nie eine getrunken hat. Oh Mann, ey. Gut. Vielen Dank. Woher habe ich die denn jetzt? Liebes Publikum. Kam aus der Flaschenpost. Es gibt... Riecht mal vorher dran. Urin. Farbe. Wir sind auch schon nach Radio. Ihr müsst also immer beschreiben, was ihr macht. Also ich habe netterweise hinterrücks eine Mate-Flasche Flora Power geschenkt bekommen. Oh, jetzt machst du Werbung. Auch das noch. Es gibt auch andere Mate-Marken übrigens. Und andere, aber also ich wollte aber nicht also Sonderedition 32C3. Komm. Bevor sich der Herr Aziz hier sinnlos besäuft, würde ich gerne nochmal erklären, wie es heute funktionieren soll. Theoretisch ist es so, ihr habt eine Frage an uns. Es gibt so auch so ein paar Dinge, die immer wieder gefragt werden und die wir nie beantworten. Da wäre heute die Gelegenheit, wir laufen nicht weg, wir versuchen nach bestem Wissen und Gehwissen zu tun. Es gibt dort ein Saalmikrofon, an das ihr euch stellen könnt. Oder ihr könnt sozusagen nach Meldung auch hierher kommen. Gibt es denn jemand, der eine Frage stellen möchte? Oder die. Sorry. Gibt es denn jemand? Die? Da hinten habe ich eine Hand gesehen, auf jeden Fall. Gibt es eine Hand? Haben wir eine Frage? Da hinten, bitte. Ans Mikrofon. Noch jemand. Mehrere. Ah. Bitte. Gleich mal hierher kommen. Haben wir jetzt ein Mikrofon? Gleich, hier. Da gibt es einen. Cool. So. Achso, ich soll einen Hinweis geben, wenn die Bilder im Stream laufen. Hier laufen Bilder. Genau, einfach da hinsetzen, das Headset aufsetzen. Dann wird das alles total super. Die sind zu eurer Unterhaltung. Es gibt so eine schöne Slideshow. Wir haben gedacht, wir machen das voll professionell mit Technik. Da kann man einfach eine Google Image Search, die dann die Bilder euch präsentiert. Was? Ich bin also wirklich sehr gespannt, was da heute noch bei rumkommt. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich habe Safe Search auch ausgestellt. Also bin gespannt auf eure Themenvorschläge. Hallo, wer bist du? Ich bin Frank Esser und auf Twitter bin ich der Melonator, weil ich Postmaster-Tätigkeiten ausübe. Aha. Und du heißt wirklich Frank Elsner. Ja, ich habe aber kein T im Namen. Ah. Der hat ein T im Namen und der hat einen anderen Kontostand. Ja. Okay. Nee, meine Frage ist, wie kriegst du das hin, immer genau auf 60 Minuten zu kommen? ich kenne das von früher, da hatten die in den Rundfunkanstalten noch Bandmaschinen. Und da stand auf dem Karton von dem Wickel, wie lang das Ding ist. Und dann wurde genau auf Zeit gefahren.
Also wenn das Ding 3,58 lang war, wurde entsprechend vor den Nachrichten zu rumgerechnet, was nicht immer klappte, weil nicht alle das 16er-System da hatten. Aha. Und dann wurde das Band gestartet. Okay. Und dann war genau zum Zeitzeichen, was es ja noch gab. Ja. Der Deutschlandfunk hat es übrigens immer noch. Mhm. Kommt, wenn ich Deutschlandfunk höre, immer 7 Sekunden zu spät. Wegen des Streams. Das ist ja unglaublich. Also, 60 Minuten. Wie kriegst du das hin? 60 Minuten, er weiß das. Es ist tatsächlich relativ einfach. Und ich habe es heute auch erst erfahren. Ich weiß es nicht. Es gibt eine Datei, die heißt stundenbett.waff. Ah, dachte ich mir. Und da ist sozusagen der Opener drin, inklusive des Bets. Dann sind da irgendwie bei 30 und 50 Minuten die Zeitsignale reingesetzt. Und exakt, nicht immer, ne? Exakt. Sorry, da startest du praktisch mit der Sendung. Und dann starte ich mit der Sendung und dann ist halt am Ende um 57:30 sozusagen, geht automatisch das Endbett los und dann muss man halt zum Schluss kommen. Und dann, wenn das vorbei ist, ist die Sendung vorbei. Dann zack, wird auch ausgemacht. So einfach ist das. Eigentlich ganz easy. Mhm. Ja, danke, das war's schon. Sehr gerne. Vielen Dank. Applaus für Frank Elsner. So, haben wir noch weitere Fragen? Also jetzt wo die Frage, ich warte eigentlich drauf, warum eine Stunde? Aber es ist euch überlassen. Gibt's noch eine Frage? Möchte noch jemand? Da. Ja, bitte. Ich habe eine Hand gesehen. Ja. Die Dame da vorne? Da braucht man vielleicht Hilfe. Brauchst du Hilfe? Komm, wir können auch zu dir kommen eigentlich. Oder ist das Kabel lang genug? Ist das Kabel lang genug? Kann. Ah, ein Mikrofon kommt. Wir nehmen das Mikrofon da, okay. So. Ah ja. Und zwar wüsste ich gerne mal, wie ihr auf den Namen gekommen seid. Oh, hallo, wer bist du? Ich bin die Svenja. Hallo Svenja, herzlich willkommen. Hallo. Auf Twitter übrigens svenjablog.de. Also, man hat sich schon mal geschrieben. Man hat sich schon mal geschrieben, wie Malik es vorausgesagt hat. Wie sind wir auf den Namen gekommen, der Weisheit? Ich habe ja noch einen anderen drei Podcast. Du hast Podcast, du gehst uns fremd? Nein. Das war früher. Das ist alles vorbei, wirklich. Ich kontrolliere das. Ja. Kann mich danach jemand mitnehmen? Also so, dass ich schon mal, kannst du die Auswertung machen? Dass das auch. Sicher. Und der andere Podcast. Ich block dich schon mal auf Twitter. Also Adoption ist ausgeschlossen. Hilfe? Und es gibt einen anderen Podcast, der heißt Der Wahrheit. Und dann haben wir uns damals noch mit Henrik und Carlo zu dritt am Anfang ja hingesetzt und so, wir wollen jetzt irgendwie einfach irgendwie Zeug quatschen. Und was dabei rauskommt, wenn sich drei so weise Männer hinsetzen, ist natürlich total klar. Ah ja. Da kommt die Weisheit bei raus, was denn sonst? Und dann war dieweisheit.de und die Weisheit und so weiter und so fort, das war halt alles natürlich schon weg. Und deswegen dann der Weisheit, weil es heißt ja auch der Weisheit letzter Schluss. Ja. Und so war der Name geboren. Okay. Wieder was für den Po? Ja, ich kriege jetzt hier, genau, wieder die gleiche Flaschenpost. Ich möchte dringend daran appellieren, ne? Ja? Da kommt die Aha, here we go. Oder wir hätten gerne, wie schön, guck mal hier. Da kackt es etwas Leuchtendes. Oh, ich habe auf die Drohne getreten, wenn Ralf Stockmann das erfährt. Das ist nicht gut. Okay, also cool. Ja, ich wollte gerade darum bitten, dass wir mal irgendwie, es leuchtet nicht mehr. It wasn't me. Was ist das? Also es ist eine grüne Flasche, die gerade aus der Rohrpost gefallen Tick. Ist. Genau. Alle Leute, die nicht hier sind, es gibt hier so ein gelbes System aus Plastischläuchen, das quer durchs ganze Kongressgebäude geht und da kann man irgendwie so Flaschendinger durchschicken. Was ist denn da drin, Malik? Mach's doch mal auf. Hier, mach mal gerade. Ach, ich mach mal gerade. Okay, es ist auf jeden Fall schwer, es leuchtet, aber ich glaube, es ist sozusagen nur eine elaborierte Version von... Ja. Seht ihr was? Von ich leuchte. Ah, jetzt leuchtet es auch wieder. Mehr macht's nicht. Na gut. Gibt es weitere Fragen? Geht das auf? Nein, es geht nicht auf. Es macht nur buntes Licht. Es leuchtet blau. Es geht auf? Das Publikum sagt, es geht auf. Dann muss das Publikum das aufmachen. Drehen. Seitlich schieben? Ah, okay. Okay, hier ist es, um Gottes Willen. Kleiner Klopfer drin, ist das so ein Cremeschnaps? Gummibärchen? Weitere Gummibärchen? Seht ihr was davon? Ich meine... Lakritzschnecken, Gummibärchen, noch mehr Gummibärchen. Wow. Und dann die Leuchtemechanik soll wahrscheinlich drin bleiben, vermute ich mal. Was mich jetzt ein bisschen irritiert ist, ich glaube, es gibt ja noch einen anderen Podcast mit dem Herrn Aziz, Redebedarf,
Da wurde immer gesagt, ich soll nicht essen beim Podcasten. Warum man mir hier gerade jetzt Gummibärchen schickt, ist mir ein völliges Rätsel. Ich bin damit nicht die anderen auch reden können. Damit die anderen auch reden können. Ja, vielleicht. Nee, das ist, ich habe ja mal gegessen, während die anderen reden. Ach so, und das hat man gehört. Ja. Ich trolle ja gern, aber ich war es nicht diesmal. Okay, gut. Die haben mir übrigens zu Weihnachten ein Paket geschickt, total süß. Unter anderem Kapern drin, aber abgesehen davon auch Trollis. Komisch. Wer war dafür eigentlich verantwortlich? Was? Da sind Dinge passiert. So, gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht auch an die anderen Teilnehmer dieses... Nein. Wir müssen ja heute über eine wichtige... liebe Technik, wenn ihr jedes Mal, wenn ihr das Ding umschaltet, schmeißt übrigens das Audio-Device aus meinem Ableton raus. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt noch funktioniert, dass wir hier genau eine Stunde machen. Da müsst ihr dann mal Bescheid sagen, wann wir von der Bühne sollen. Ne? Könnte Absicht sein. Könnte Absicht sein. Wir wollten über ein wichtiges Thema sprechen. Hier Ultraschall. Ultraschall? Ja. Ja? Vom Ralf und anderen, so ein super... Wir wollten nicht über Ultraschall sprechen. Ach so, sprechen. Sorry. Okay. Nein. Wir wollten über ein anderes wichtiges Thema sprechen. Und das andere wichtige Thema zurückschicken. Ist... Mach's mal auf. Wo ist denn eigentlich mein Browser? Die Technik hat alles kaputt gemacht. Alles. Und zwar über... Ich kann nicht kippen, wir müssen so... Unisex-Toiletten. Ich finde, das ist ein Thema, das sollten wir mal reden. Ton ist weg. Der Ton ist weg? Der Ton. Die Drohne. Die Drohne ist weg. Dabei machen wir so tolle Sachen gerade. Wir packen nämlich gerade eine neue Flasche. Dieses Post. Dieses Live-Ding ist wirklich sehr, sehr, sehr aufregend. Also, es gibt... Bist du Olli? Sorry. Ich sage gerade einen Mann, der... Ja. Entschuldigung. Markus, mach doch mal weiter. Wir sind auf Sendung, Junge. Ja. Du kannst nicht hier einfach, wie Malik, du willst. Malik, ich finde es nicht gut, dass du nicht zuhörst. Worüber sprechen wir gerade? Ja, finde ich auch gut. Ich schicke jetzt mal hier das Ding weg. Also, worüber ich gerne reden wollte, ist Unisex-Toiletten. Aber ja, natürlich Unisex-Toiletten, ja. Markus. Da haben wir ja mal was vorbereitet. Ist das so? Ja. Gib doch mal vormachen, wie man... Ja, ja, nee, ich habe das eben, ihr habt mir ja gesagt, wie ich das machen soll. Also das war dieses erst runterklappen, dann weitflächig einmal, ja, dann wieder hochklappen, aha, abtropfen lassen, ja, und dann den Rest auf die untere Schüssel. Ja. Ihr habt gesagt, das käme voll gut an und das wäre hier so. Ja, das wäre so eine Netzkulturkiste. Machen auch ganz viele. Ah, ich glaube, das ist Standard. Ist es so? Ja, also die Frauen, also ich gehe ja nur auf die Unisex-Frauentoiletten. Weil? Bei mir ist es unangenehm, an den Pissoirs vorbei zu laufen. Weil? Und das ist mir zu intim. Also ich würde auch nicht, wenn da Frauen stehen würden und pinkeln, gerne da vorbeigehen. Also ich würde grundsätzlich, glaube ich, eher Kabinen benutzen und fände es auch unangenehm, wenn Frauentoiletten generell so wären, dass da keine Trennwände wären. Also von daher bin ich jetzt weiterhin auf die Frauentoiletten gegangen und habe festgestellt, dass da viele Männer anscheinend nicht die Klobrille hochklappen, geschweige denn sich hinsetzen können. Also es ist eher unerfreulich. Die Unisex-Toilette. Ich kenne die Unisex-Toiletten von amerikanischen Kongressen, da gibt es die schon sehr, sehr lange. Ich bin ja Soziologin und da gibt es die aus der Queer-Szene heraus, ne? Also dass man sich eben keinerlei Geschlecht zuordnen möchte. Das sind aber alles Sitztoiletten, da gibt es keine Pissoirs. Ich bin heute nochmal ganz intensiv in mich gegangen, weil das Thema ja gestern... Ich bin kurz geflogen und dann nochmal geguckt, nein. Das sind alles Kabinen. Aber die sind dann quasi extra dafür gebaut. Das ist, also, weil hier ist es ja so, es gibt eigentlich Männer- und Frauenklos und dann hat man jetzt nur gesagt, hier dürft alle auf alle. Aber da sind die quasi extra dafür vorbereitet. Nee, die sind auch nicht, dass die Kongresse finden immer in großen Hotels statt. Die werden dann so deklariert, weil es eben Personen gibt, die Kongresse besuchen, die sich aber nicht klar männlich oder klar weiblich identifizieren und deswegen eine gemischte Toilette bevorzugen. Ja, aber so wie du es beschrieben hast, gibt es da gar keine Pissoirs. In diesen Toiletten gibt es keine Pissoirs. Ich weiß nicht, ob die mal quasi Damenklos waren und dann umgenannt worden sind für den Kongress. Denn danach sind die, also da sind Schilder einfach drüber geklebt. Und die anderen werden dann abgesperrt, die Männerklos. Nee, es gibt auch noch, Entschuldigung, ich war unpräzise. Es gibt quasi Unisex-Toiletten und Frauenklos und Männerklos. Ach so, mhm. Es gibt drei. Es gibt drei. Okay, verstehe.
Wie heißt diese Bewegung? Du hast eben gesagt, das käme aus der so und so Bewegung raus. Queer. Queer? Queer. Wie schreibt man das? Q-U-E-E-R. Queer. Queer. Oh, honey. Sorry. Ja, ich hatte es wirklich nicht verstanden. Entschuldige, es war kein Troll. Echt? Du bist doch der Typ, der so unangenehm beim Lockpicking aufgefallen ist, weil er so viele Fragen hatte, oder? Durch mich haben viele andere vieles gelernt, ach, weil es oft wiederholt worden ist. Mir tut immer noch der Finger weh. Hat von euch mal einer Lockpicking gemacht hier? Ganz großartig, oder? Ich gehe nie mehr normal zu Hause rein jetzt. Ich habe nur diese Plastikkarte, die man da auch an diesem Tisch davor, voll cool. Ja, diese Plastikkarte, das finde ich ein ganz spannendes Ding. Das ist, mir hat mal jemand erzählt, man könne das machen auch aus Colaflaschen. Also quasi die Idee ist, eine Tür, die ins Schloss gefallen ist, man biegt die oben so auf am Türfalz und zieht dann so eine Plastikkarte runter, die dann einfach über den Schnapper geht und dann das Ding aufdrückt. Mhm. Natürlich super geile Idee. Hab in so einem Schlüsselbedarfsservice nachgeguckt. Da gibt's natürlich extra Karten aus extra flexiblem Plastik. Hab da so einen Sechserpack bestellt, hab das bei verschiedenen Freunden deponiert, damit nochmal in die Tür reinkommt mit der Tüffel. Dann ist es mal passiert und dann habe ich festgestellt, ja, aber es gibt etwas, das heißt Doppelfalz. Also quasi, da hat die Tür nicht nur eine, sozusagen ein L-Ding, sondern zwei. Und dann funktioniert das halt nicht. Aus genau dem Grund. Aber willst du jetzt ein neues Schloss? Oder ist cool, weil du kommst jetzt jederzeit rein, auch ohne Schlüssel? Ich trete ja die Tür immer ein, wegen so martialisch. Kommt halt cooler und so, vor allem nachts. Nee, ich gucke erstmal, ob ich einen Doppelfalz habe. Ja, also es ist so, dass ich, ich weiß nicht, das kennen bestimmt auch viele, so man geht ja nur mal kurz einkaufen, nur mal eben was holen. Und ja, ich könnte die Tür jedes Mal abschließen und ich weiß, ich sollte auch. Und ich mache es in 99% der Fälle, aber ich ringe immer mit mir. Das ist schon dieser Moment, dass ich denke, ach komm, du bist in 15 Minuten wieder da. Wenn du halt mal gesehen hast, dass es halt 15 Sekunden braucht, um diese Tür aufzumachen und du nicht versichert bist. Sollen wir noch deine Adresse durchsagen? Ja, Stephanstraße in Aachen. Malik ist auch gerade in Hamburg. Ich hab's Licht angelassen. Ihr meint nämlich, ich wäre zu Hause. So ist das. Aber es hört ja keiner außer uns. Haben wir eigentlich einen Stream? Wissen wir? Was? Wie viele Leute haben einen Stream? Ist auch nicht mit Internet und so. Nee. Ja. Das ist total. Ja, okay. Also, nee. Was? 170? 170? Sind das eigentlich mehr? Im Stream sind noch mehr Leute als hier. Wie krass. Wollen wir zurück zu den Unisex-Klos? Ich fand, das ist noch nicht zu Ende. Achso, sorry. So armer Malik. Warum? Also wir haben schon geklärt, warum es die gibt. Ja. Nämlich, weil sozusagen man will halt nicht, dass Leute sich festlegen müssen. Also da ist das so, ist die Argumentation. Ja, aber warum denn hier? Ich glaube hier auch, doch. Weiß jemand, warum es hier Unisex-Klos gibt? Also was den Ausschlag gegeben hat? Also es hat ja den zusätzlichen Vorteil, wenn zum Beispiel hier ein Männerüberschuss ist und dann immer quasi die Frauentoiletten total frei sind, die Männertoiletten immer besetzt sind und man teilt das auf zwei Toiletten auf, dass da quasi mehr Toiletten zur Verfügung stehen. Darf ich nochmal kurz fragen? Hier gibt es aber nur Unisex-Toiletten? Nee, es gibt auch noch quasi... Rein. Ja. Genau, also es gibt sozusagen an gewissen Punkten ist sozusagen, sind die Schilder nicht überklebt worden. Und dann gibt es immer Wegweisende zu den nächsten Unisex-Toiletten. Verstehe. So. Aber hier ist ja kein Männerüberschuss. Oh nee. Gott, ich will. Bitte alle Männer mal die Hand heben. Aha, danke. Jetzt der Überschuss, bitte mal den. Bitte alle Frauen mal die Hand heben. Es sind welche da. Es sind welche da. Nicht schlecht. Was würdest du sagen? 15%? So, aber Patricia, du hast ja einen Tweet sozusagen abgesetzt, der für einige Verwirrung auch gesorgt hat. Wie war der Tweet? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich habe quasi dazu aufgefordert, nicht die Pissoirs zu benutzen. Und Hasis, das habe ich sehr geliebt. Hasis? Ja, stimmt. Ich wollte freundlich sein. Und das hat mich echt aufgeregt. Und tatsächlich bin ich von drei Leuten angesprochen worden, was ich total super fand. Mhm. Weil mir das gezeigt hat, dass solche Sachen, man hat ja selber immer im Kopf, so und so ist richtig und die anderen haben das aber auch im Kopf, nur anders und dann kann man sich darüber irgendwie austauschen und irgendwie feststellen, ja, vielleicht wenn das jemandem unangenehm ist, dann gehe ich eben in die Kabine. Mhm. Aber also das war wieder ein schönes Beispiel für irgendwie, ich habe was im Kopf und denke, das muss ja eigentlich total klar sein, weil wenn ich so empfinde, empfinden ja auch alle anderen so, aber ist ja meistens nicht so. Komisch eigentlich, ne? Ich wundere mich tatsächlich sehr oft über sowas.
So, also, liebes Publikum, jetzt haben wir Zeit für eine Publikumsbefragung. Und zwar, es gibt ja hier die Unisex-Klos, aber man kann ja trotzdem immer noch sehr genau erkennen, welches Mal welches war. Wer von den Männern ist schon mal auf eine Toilette gegangen, die früher mal die Frauentoilette war? Bitte die Hand heben. Okay, das sind schon erstaunlich viele. Welche von den anwesenden Frauen ist auf eine Toilette gegangen, die früher mal eine Männertoilette war? So, bitte die Hände mal oben lassen, deutlich anzeigen und nur dann oben lassen, wenn ihr auch noch ein zweites Mal diesen Versuch unternommen habt. Da gehen alle wieder runter, da solltet ihr mal drüber nachdenken, liebe Männer. So, und dann würde ich jetzt nämlich von euch wissen, wer von euch, liebe Männer, hält es für völlig selbstverständlich, an einem Pissoir zu stehen, wenn es eine Unisex-Toilette ist? Bitte mal die Arme heben. Da traut sich niemand mehr. Also, du musst die Fragen andersrum stellen. Okay, okay, bitte. Soziologin Frau Kirsche, bitte. Wir machen das jetzt so. Also. Wer... Das wird so der erste Podcast, wo eine Stunde über Klos geredet wird. Ja, das wird großartig. Ich habe Zeit. Das ist Folge Doppel-Null. Oh, okay. Vielleicht sollten wir jetzt aufhören. Ja. Also darf ich jetzt meine Frage stellen? Ich habe mir jetzt ein Konzept überlegt. Okay. Wer war auf den Damenklos, also auf den Unisex-Klos, die Damenklos waren? Danke. Wer... Oben lassen. Zack, zack, zack. Dozentin. Wer davon war an einem Pissoir? Geht doch gar nicht. Entschuldigung. Das ist Soziologie, meine Damen und Herren. Applaus! Nee, das war die Frage, ob die Leute aufmerksam zuhören. Ah. Genau. Sie sind wach. Wir können weitermachen. Nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Oh, bitte. Na klar, komm, shoot. Okay. Also nochmal, jetzt nur mit Herrenklos. Das kann man sich doch auch denken. So. Wer war auf dem Pissoir? Am Pissoir? Entschuldigung. Jetzt zeigen auf einmal Leute auf, die eben nicht auf. Das kann ja sein. Du hast ja auch nach Frauentoiletten gefragt. Nein. Ich bin so froh, dass ich Informatik studiert habe. Ich bin noch nicht fertig. Wer findet denn jetzt, dass das in Ordnung ist? Von denen, die es getan haben? Oh Gott. Ihr zeigt mehr auf als die, die es getan haben. Sehr beeindruckend. Aber ich stelle ja auch bescheuerte Fragen insofern. Okay, danke. Es ist nur ein kleiner Teil. Okay, was mich jetzt gerade ein bisschen überfordert ist, könntest du mir noch das Ergebnis aus deiner Befragung sagen? Es ist nur ein kleiner Teil, der es in Ordnung findet. Es ist nur ein kleiner Teil, der es in Ordnung, okay. Was machen es machen mehr, also es gibt einen Unterschied zwischen denen, die es tun, ja, und denen, die auch die Einstellung haben, dass das in Ordnung ist. Es gibt also einen Überschuss von Personen, die es tun, obwohl sie es nicht in Ordnung finden. Vielleicht, weil sie gerade von Patricia gehört haben, was sie dazu gesagt hat. Vielleicht, weil sie es über Nacht erkannt haben. Ist die Frage, bei welchen Personen im anwesenden Publikum hat sich gerade eine Einstellungsänderung vollzogen, zu kompliziert? Nein. Bei welchen anwesenden Personen im Publikum hat sich gerade eine Einstellungsänderung vollzogen? Ja, okay, Podcasten wirkt. Jetzt möchte ich über was anderes als Toiletten sprechen. Aber, es ist noch nicht mal die halbe Stunde. Na gut. Gibt es noch eine Zuschauerfrage? Ihr seid wirklich schlecht. Ah, doch, da ist eine. Da ist nackte Angst in den Augen. Bitte hier vorkommen, bitte. Man darf das Publikum nicht beschimpfen. Oh, liebes Publikum. Ich freue mich sehr, dass herzlich ich mich jetzt willkommen schon getraut habe. Hallo. Wieso ist denn jetzt der Browser schon wieder weg? Oh Mann. Ich finde das auch schöner. Ich habe das mit dem iPhone eben auf der Fahrt. So. Hallo. 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 Wer bist du? Ich bin Erik. Hallo Erik. Herzlich willkommen in der Weisheit. Lass das so, das ist ganz gut. Was Hallo. Ist deine Frage? Ich würde gerne wissen, was so euer Film des Jahres war. Film des Jahres? Oh Gott. Ich möchte mal kurz, liebes Publikum, wir sind ja hier auf so einer Nerd-Veranstaltung. Ich möchte mal kurz alle Teilnehmer der Weisheit, die den neuen Star Wars-Film gesehen haben, bitte mal die Hand heben. What? Ich habe ja noch nicht mal die anderen Teile gesehen. Aber ich habe gehört, es gibt ein Tipptoy-Buch, da sind alle Teile 1 bis was, 7 zusammengefasst drin. Ja, super. Okay. Aber Erik, bevor wir das besprechen, sag doch erstmal du, was war denn dein Lieblingsfilm? Das ist sehr schwierig. Es gibt sehr viele Kandidaten. Aktuell würde ich sagen, es war Mad Max. Mad Max? Warum?
Ja, weil der sehr viele Sachen neu macht, die in den letzten Jahren nicht so passiert sind mit den mit der starken weiblichen Hauptrolle etc., die da drin waren. Also und auch das, ja, es war ja quasi der ganze Film eine Effektschlacht und extrem viele tolle optische Dinge zu sehen. Ja, okay. Das hat mir sehr gefallen. Wenn du es jetzt nicht gesagt hast, hätte ich ihn fast schon wieder vergessen, überhaupt drüber nachzudenken. Aber stimmt, das war natürlich ein toller Film. Frau Kamerata, haben Sie schon einen oder soll ich noch? Ich bin immer so vergesslich. Ja. Ich glaube, ich weiß jetzt gar keinen Film also mehr. Also Sicoria war es schon mal nicht? Ja, da bin ich eingeschlafen. Und dieser Film mit dieser Roboterfrau, den fand ich auch schlecht. Wie, den hattest du noch mal nicht gesehen. Wie hieß der? Ex Machina? Genau, ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, warum ich den schlecht fand. Anfang war cool, Setting war cool, Ende war Bullshit. Okay. Erzählen nur Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind? Oder wenn es ein anderer Film? Das meine ich mit Film des Jahres. Okay. Der Marsianer war total gut. Der Marsianer, okay. Ja. Schon nicht weil? Also der war sehr, sehr spannend, obwohl man ja eigentlich so geahnt hat, wie der auch ausgeht. Also war auch, fand ich, sehr... gut gemacht, wie man da so durchgeführt worden ist, wie so seine eigenen Ideen waren. Das war auch alles, fand ich, so einigermaßen glaubhaft. Und also man ist einfach gut mitgenommen worden. Ich hatte an keinem Punkt so das Gefühl, so, warum weiß der das jetzt, warum kann der das machen? Und selbst so ein bisschen irgendwie Sachen tapen und mit Folie zukleben und so im Weltraum war für mich in Ordnung dann. Ja. Ich habe auch das Spiel gespielt. Es gibt auch so ein Smartphone-Spiel, das mir übrigens bei diesem, weil du gerade sagtest, Tapen, ist er mir umgekommen. Oh. Weil da war die eine Frage war, okay, aus der Schleuse entweicht gerade Luft. Da war irgendwie die eine Option war, suche den Luftzug mit der Hand quasi. Die andere war, zünde eine Flamme an. Flamme und dann, hast du gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. Ach so. Weil ich dachte so, Entschuldigung, Flamme, der Sauerstoff ist eh schon knapp. Und das war aber die richtige Lösung. Da ist leider erstickt. Schade. Frau Kirsche. Ich bin vergesslich wie Frau Kamerata, aber ich war in Mediterranea, der lief jetzt im Sommer, ein Film über Flüchtlinge, die aus Afrika nach Italien flüchten, über zwei Freunde, die zusammen flüchten, und der war, der war tatsächlich, natürlich, der Zeitpunkt war sehr gut, der war total dramatisch und es war kein leichter Kinoabend, aber ein guter Kinoabend. War das Mediterranea, sehr das guter Film. Eine Doku oder Fiction? Nee, das ist ein Spielfilm. Ich bin genauso vergesslich wie Nuff. Ich gucke auch mehr alle Serien. Sollen wir uns umbenennen? Die Vergesslichen. wir senden einfach die jede Folge, da, also wir nehmen noch eine Folge auf und die senden wir einfach dann alle zwei Wochen. Ja, also ich glaube, was ich letztens ganz gut fand, so, ich bin jetzt nicht schreiend vor Begeisterung, stand ich jetzt nicht im Fernsehsessel, aber wie hieß er noch? Auch sowas, Afrika und hier der erste Netflix-Full-Film mit Wie? Ja, Beast of No Nations. Ja, oder No Nation, ne? Single. Ja, Beast of No Nation. Den würde ich empfehlen wollen. Worum ging es da? Im Prinzip um ein Kindersoldatenschicksal. Okay. Aus der Sicht dieses, ne, ist halt so ein kleiner Junge und dann überfallen Leute das Dorf und dann muss er irgendwie fliehen und dann finden ihn halt so Milizen. Da wird auch nicht genau gesagt, welches Land das ist und so, aber wie halt sowas typischerweise ablaufen könnte. Also, und ich finde vor allem die Laiendarsteller, also gerade dieser Junge, der ist wie als 10 oder so, spielen halt super gut. So. War das auch ein Kindersoldat, der Laiendarsteller, oder? Nee, den haben sie gecastet. Okay. So. Krass, so, jetzt bin ich, Lieblingsfilm. Ich poppe. Ich wollte Vadern. Das war der Punkt, wo Danimo Malik aufs Ohr spricht und Malik ihm antwortet, wie man das sonst hören kann. Genau. Ich habe eine Fee im Ohr. Ist das jetzt besser? Pam. Publikum. Also ich habe auch Mad Max war tatsächlich irgendwie ganz gut. Der Marsianer war also auch unterhaltsam, wobei ich mich, also je länger das her ist, desto mehr frage ich mich, ob das ein Film ist, den man eigentlich nur genießen kann, wenn man das Buch gelesen hat. Weil der... ich habe nur das Hörbuch gehört. Was ja, jetzt? Aber in dem Buch sozusagen wird die ganze Wissenschaft erklärt dahinter. Und passiert nichts, ne? Wenn man das im Film weiß, dann kann man sich so, also das wird ja im Film total weggekürzt und dann kann man in dem Film halt so sich, ich weiß genau, er hat, um dieses ganze Gefährt jetzt überhaupt in Bewegung zu setzen, hat er irgendwie 20 Seiten lang total krass Science gemacht. Und dann ist der Film halt das geiler. Das fehlt im Film? Das fehlt im Film so ein bisschen, finde also, ich. Ja. Aber wenn man das nicht weiß, fehlt es im Film nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Okay. Ist es dann nicht so eine typische Heldenstory fertig?
Ich habe den Film nicht gesehen. Nee, was ja gut durchkommt, ist ja dieses Nicht-Aufgeben. Also, dass er auch immer alles schrittweise macht. Er hat ja keinen Masterplan so in dem Sinne, sondern das ist immer so, es gibt eine Herausforderung, dann gibt es die nächste, dann gibt es die nächste und er beißt sich da halt so durch. Okay. Und das, also ein Heldending ist ja, wenn du immer so ein Ziel vor Augen hast und dann quasi da immer weiter und so. Aber das fand ich total gut, dass es so in so einzelne Herausforderungen runtergebrochen war und auch er dadurch immer wieder auch auf, also auf, wenn was nicht so gelaufen ist, wie er das geplant hat oder einen Rückschlag hatte, einfach trotzdem sich wieder aufgerappelt hat und weitergemacht hat. Was war denn, Erik, wenn wir Erik mal fragen, was war denn dein Lieblingsfilm? Weil Erik, der gerade erzählt hat, dass Mad Max ist. Na, komm. Ich hatte zu tun. Aha. Also, außer Mad Max. Erik. Okay, my bad. Erik, vielen Dank. Ich könnte noch sagen, den Star Wars fand ich ganz gut. Spoiler doch mal. Keine Spoiler, Oh, weg. Tschüss, Wiedersehen. Gewinnt Darth Vader, gewinnt er? Nein, oh shit. Ich hab, Erik geht. Also ist ja, danke, Erik. Danke, Erik. Tschüss. Wuhu. Ah, ich darf ja nicht. Ich bin ja wirklich, muss sagen, so super Spoiler-empfindlich, dass ich, dass Kamera ich nicht mal wissen will. In meiner Timeline häufen sich Berichte so, wir gehen jetzt zum dritten Mal. Und ich will das gar nicht wissen. Ja, dann geht doch. Genau. Publikum, habt ihr noch Fragen? Oh Mist, ich hätte so einen Tumbleweed-Gag mitbringen sollen. Aber jetzt wollte ich den Tumbleweed-Gag gerade machen. Cool. Den kenne ich doch. Bitte kommen Sie hier nach vorne, Herr Patex. Du kannst es selber tragen, das ist heiß. Jetzt kommt Patex auf die Bühne, einer der wenigen im Publikum, die ich tatsächlich kenne. Der hat einen eigenen Podcast, der heißt Mega Magisch, der viel zu selten erscheint. Applaus für Patex! Guten Tag. Guten Tag, meine Lieben. Hallo. Hallo. Ich habe eine Frage zum diesjährigen Kongressmotto an euch. Und zwar würde mich entweder interessieren, was euch schon hier Tolles aufgefallen ist, was in diesem Motto, also im Zeichen des Mottos quasi, gemacht wurde, gesagt wurde oder sonst was. Oder, falls euch sowas nicht aufgefallen ist, weil ich finde es ein bisschen rar zum Teil, also für mich, aber ich bin auch wenig in den Vorträgen. Wenn ihr sowas jedenfalls nicht gesehen habt, dann würde ich mir gerne von euch wünschen, ob ihr irgendeine Idee dazu habt, wie so wie diese Hacker-Szene oder die oder wie ihr sie wahrnehmt, wie das so mit diesem Motto korreliert. Okay, also das Motto ist Gated Communities. Vielleicht für alle, die nicht auf dem Kongress sind, was so ein bisschen bedeutet, ein Ding, also bedeuten soll, es gibt so viele Sachen, die abgeschlossen sind, wo andere keinen Zugang haben oder wo der Zugang für bestimmte Leute verwehrt wird. Das kann sowas sein wie soziale Netzwerke, ein Thema, was hier viel zu selten vorkommt übrigens, weil es ist ja, also so Firmen mein wie Kopf Apple, ist zu klein für Apple oder Facebook zensieren ja zum Beispiel Inhalt und machen dann auch so eine Gated Community. Es geht im Allgemeinen sozusagen, also habe ich das Motto zumindest verstanden, halt um dieses sich abgrenzen. Und das ist ja auch ein Vorwurf, den man der Hacker-Community machen kann, dass sie sich selber auch wiederum abgrenzt und Leute nicht reinlässt. Und ja, was habt ihr hier auf dem Kongress gesehen? Frau Kirsch, du warst am kürzesten hier. Kanntest du das Motto bis gerade eben? Ja, ich kannte das Motto und ich finde es auch ganz spannend, weil ich ja auch zur Gemeinschaft beruflich arbeite. Und Community kann man ja übersetzt mit Gemeinschaft. Also es sind zwei Punkte, die mir auffallen. Der erste Punkt ist, das ist nicht meine Community. Insofern, ich kenne die Sprache nicht, ich kann die Regeln nicht, ich verstehe notfalls sogar die Witze noch nicht mal. Es ist aber eine sehr freundliche Community, finde ich, die auf die ersten Kontakte hin. Aber trotzdem ist es spannend, irgendwo zu sein, wo sich Menschen als Gemeinschaft wahrnehmen und irgendwie nicht so richtig Teil der Gemeinschaft zu sein. Aber ich habe jetzt so ein Bändchen. der zweite Teil ist, dass rein definitorisch Gemeinschaften immer eine Form von Schließung haben, sonst funktionieren die nämlich gar nicht. Also wenn man sagt, Gemeinschaft ohne Mechanismen der Inklusion und Exklusion, dann wäre es einfach nur ein Haufen sozialer Einheiten. Also es muss irgendwas geben, eine Identität, eine Idee, ein Ziel nicht so richtig, aber eine Verbindung, eine emotionale Verbindung, die dazu führt, dass Menschen sich einer Gemeinschaft zugehörig fühlen oder nicht. Und wo man nur aufpassen muss, ist, dass diese Merkmale, die für Schließung sorgen, dass die nicht welche sind, die Folgen von sozialer Ungleichheit sind oder neue soziale Ungleichheiten ergeben. Ne? Also wenn quasi die Klassenlage, die Klassenposition
dazu führt, dass ich nicht Teil einer Gemeinschaft sein kann, dann hat das was mit sozialer Ungleichheit zu tun. Und dann wird es irgendwie doof, wenn Gemeinschaften geschlossen sind. Ansonsten finde ich das erstmal gar nicht so dramatisch, wenn die geschlossen sind. Aber hast du das Gefühl, dass das hier der Fall ist? Also dass Klassenlage verhindert, dass man hier sein kann? Das kann ich nicht genau sagen. Also die Ticketpreise sind sicherlich ein Thema, wo man sagen kann, da hat Klassenposition was mit zu tun. Aber es gibt ja Ausgleich. Es gibt ja diese Supporter-Tickets zum Beispiel und die ermöglichen ja Leuten, die eben den Preis nicht zahlen können, dann trotzdem ein Ticket zu bekommen. Aber das habe ich jetzt nicht gefragt, da würde ich gerne nachfragen. Und zwar die Idee ist, du kannst halt mehr zahlen, wenn du das Geld hast und du kannst dich sozusagen bewerben, wenn du das Geld nicht hast. Also so ein Solidaritätsverfahren. Genau, aber ist das eine Schwelle? Also sagen, es ist ja trotzdem ein Nachteil. Ich muss mich ja quasi nackt machen, ich muss sagen, ich habe kein Geld, lass mich bitte umsonst rennen. Ist das immer noch eine Benachteiligung? Es ist auf jeden Fall eine Schwelle. Es ist natürlich ein Versuch, die Benachteiligung auszugleichen. Und ob Personen diese Schwelle fühlen, das ist die Frage, wie anonym kann man dabei bleiben? Was muss man da preisgeben? Also ne, das ist sicherlich, weiß man aus so, was weiß ich, Jugendprogrammen, dass da häufig Kinder auch teilnehmen können, die den finanziellen Status nicht haben, sich daran zu beteiligen und es Möglichkeiten gibt, das sehr niedrigschwellig zu organisieren. Wie das jetzt hier organisiert ist, weiß ich aber nicht. Also ob sich Personen da tatsächlich dran beteiligen. Ja. Okay. Frau Kamerata, Gated Communities? Also ich habe tatsächlich auch jetzt in diesem Jahr dieses Motto nicht so sehr gemerkt, aber generell war mein Gefühl vom letzten Jahr, das war mein erstes Jahr, also ich wollte immer mal kommen, habe mich aber quasi nie getraut, weil halt zwar IT-affin, aber eben auch keine Softwareentwicklerin und so weiter. Und habe halt immer gedacht, naja, wenn ich hierher komme, dann fühle ich mich wie so ein Alien und wenn ich dann irgendwas nicht verstehe, dann gucken mich alle an und sind total entsetzt und ich falle irgendwie permanent unangenehm auf. Und was ich aus dem letzten Jahr mitgenommen habe, ist tatsächlich genau das Gefühl habe ich überhaupt nicht gehabt, sondern es war wirklich eine Willkommenskultur. Und auch wenn man hier unten durch die Räume läuft und die Projekte erschließen sich einem ja meistens nicht durch, ich stehe da, ist es ganz oft, wenn man dann tatsächlich irgendwie 5 Sekunden da steht, dass man auch angesprochen wird, dass die Leute das erklären und sich auch an mein Niveau anpassen. Mhm. Und eben nicht so von oben herab, so, hey, sorry, wenn du das irgendwie so und so nicht kapierst, dann geh bitte weiter. Ich finde, ein anderer Faktor, der das auch ganz stark für mich transportiert, ist diese Integration oder beziehungsweise die Familienfreundlichkeit des Kongresses. Also, dass da eben auch nicht drauf gezielt wird, das ist irgendwie ein Fachkongress, sondern letztendlich eben, es ist auch Platz für Kinder und für eigentlich für alle. Und auch... Also ich bin wirklich total begeistert, auch was den Kindern geboten wird. Also das ist ja genau, also was ich so ein bisschen als Hoffnung hatte. Ich denke immer, für meine Kinder soll dieses ganze Thema IT und vielleicht auch Softwareentwicklung und so wichtig sein wie Englisch sprechen. Aber da muss ja Lust drauf gemacht werden in irgendeiner Form. Und das gelingt ganz hervorragend. Also gestern habe ich gehört von meinen Kindern, sie gefragt haben, wie lange dauert der Kongress noch, habe ich gesagt 2 Tage und dann, wieso, warum nicht eine ganze Woche, warum denn nur 4 Tage? Und also die haben schon, glaube ich, wirklich viel mitgenommen. Ja. Cool. Ich werde hier so angeguckt. Ja, ich bin dran. Da muss eine Mischantwort geben. Ich bin auch heute nur einen Tag da und ich wusste, die zweite Hälfte des Tages ist halt mit Podcasten schon belegt. Also ich war noch nie vorher auf dem Kongress und war entsprechend neugierig und wusste halt, ich habe einen halben Tag Zeit, um den Kongress zu kapieren. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe so ein bisschen Vorbildung, will ich mal sagen, weil ich so aus der alten Amiga-Szene komme, so in den 90ern, Anfang 2000er vielleicht noch, wo ich oft auf großen The Party oder so, hieß es dann so, Demo-Partys war, die dann, weiß nicht, 1000 Kids mit Amigas in Dänemark. Und das hat ein bisschen ähnlichen Charakter. Natürlich eine andere, also nicht so professionalisiert, eine andere Zielführung, aber so dieses, die Nerd-Community als solche ist mir quasi bekannt, aber halt lange her. Und ich habe hier gemerkt, es gibt Sachen, die sind ähnlich und es gibt Sachen, die sind anders. Aber dieses Willkommensgefühl, was Nuff jetzt meinte, finde ich auch ganz genauso. Also Lockpicking zum Beispiel,
ich habe da ein, zwei Fragen gestellt und, und die wurden auf jeden Fall halt total, ich will mal sagen, liebevoll beantwortet. Also es ist so, wir möchten wirklich auch genauso, genau, Ed Diodenschein zum Beispiel, der hier auch maßgeblich für die Seidenstraße verantwortlich ist oder in dem Team auf jeden Fall mitgearbeitet hat, hat mir auch ganz genau erklärt, mich durchs Haus geführt und erzählt, wie sie das Ding gebaut haben und so wirklich und überhaupt auch mal wie, also wie oft mir heute erklärt wurde, wie ich von Saal A zu Saal G komme oder so, weiß ich gar nicht mehr. Also das, so, ich kann auch sagen, dieses Gefühl ist auf jeden Fall definitiv so, finde ich ganz großartig. Ich könnte also ohne irgendeine Zurückhaltung jedem und jeder, sag mal, auch meiner Mutter empfehlen. Mhm. Ja, also auch ganz explizit in dem Fall. Ne? Wir haben tatsächlich, ist hier ein leichter Männerüberschuss von 90% oder so. Und also tatsächlich auch jeder ganz problemlos empfehlen, hierher zu kommen und auch mitzumachen und einfach überall anzudocken. Und das, ja, finde ich großartig. Also so wie wahrscheinlich jeder hier den Kongress großartig findet, ich finde ihn auch großartig. So. Oh, Schnucki, sag mal was Kritisches. Das ist ja nicht gut, wenn hier nur gelobt wird. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich fand es tatsächlich spannend, dass die... Dass also die Community oder sagen der oder der Kongress muss in den letzten Jahren immer diesen Vorwurf gefallen lassen, es ist alles zu männlich und nicht sozusagen nicht willkommens genug und nicht divers genug und sowas. Und ich finde es schon spannend, wie das mit der Kino dieses Jahr einfach mal komplett erschlagen wurde. Ach, die habe ich noch nicht gesehen. Ist so, oh, guck dir die an. Das ja, ist so, wenn, also ich las schon überall. Das, ist, das ist so dieses, so, wenn wir es machen, machen wir es richtig. Und das ist halt wirklich so, die Keynote-Speakerin erschlägt halt irgendwie. Also wirklich, also ich meine, so eine Strichliste gemacht hat, so was da, ne? Frau, Nicht-Nerd, Bechtelte. Muslim, Newcomer, also wirklich alles drin. Und die Keynote selber war auch sozusagen, also so absolut, wie soll man das sagen, so untechnisch. Also in dem Sinne von, der konnte halt wirklich jeder zuhören und ich habe auch, außer so ein paar Trollereien, die es halt immer gibt, so niemanden gehört, der davon nicht irgendwie, der davon bewegt war oder der das angenehm oder sympathisch oder halt irgendwie sonst was fand. Das fand ich schon wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Kritisch. Und eine... ich würde das nicht. Ich komme zu dem Punkt. Und zwar habe ich tatsächlich immer mal wieder gefragt, wie ist das denn mit, sozusagen, Hacker haben halt schon auch, ne, dieses, also wir sind eine Gemeinschaft und da gibt es auch so eine Grenze drumherum. Und mir ist das an einem Punkt begegnet, wo ich das überhaupt nicht erwartet hätte. Und zwar gab es hier einen Vortrag über Dieselgate. Also diese VW-Nummer, dass sie da mit ihrer Software irgendwie bescheißen. Und da gab es den einen, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, es tut mir wirklich leid. Also einer der beiden Vorträge, nämlich der sich auf eBay so ein Motorsteuergerät geschossen hat und das auseinandergebaut hat, sagen nachgewiesen hat, wie Volkswagen in diesem bestimmten Gerät dafür gesorgt hat, dass da falsche Werte bei Abgastests entstehen. Und der hat dann am Ende des Interviews eine interessante Sache gesagt, der würde sich nämlich von der Community wünschen, dass sie so eine Sache auch eher anfassen. Und das klang halt so ein bisschen so, also er hat es wirklich sehr diplomatisch formuliert, aber für mich klang das so ein bisschen so, es gibt halt so gewisse Sachen, die macht man als Hacker auch gerne, weil man da so leicht rankommt, also so einen Webserver auseinandernehmen oder so ein EC-Kartenterminal, das ist halt so total dankbares Tage, das kann man halt mal machen und wenn man Erfolg hat, das ist auch total super. Aber so Motorsteuerung für ein Auto auseinanderbasteln, das ist halt, also ich weiß nicht, ich kenne mich technisch da nicht aus, aber das wirkt auf mich so wie, das ist halt so trocken und das macht halt so viel Arbeit und das machen wir halt irgendwie nicht deswegen so. Also dass ich tatsächlich diese, die Community, die ja so ein bisschen auch sagt, na, wir gucken da überall drauf, so ein bisschen zu fein dafür ist, bestimmte Dinge nachzugucken. Ja. Und sich dahingehend gated. Und das fand ich schon so sehr, sehr, sehr spannend. Das war so ein ganz kleines Ding, und aber es war an einer Stelle, wo ich es wirklich überhaupt nicht erwartet hätte. Und da gibt es anscheinend doch noch ein bisschen was zu tun. Ja, cool. Dankeschön. Sehr gerne. Danke Applaus dir. Für Patix. Vielen Dank. Wie ist eigentlich die Zeit? Ja, die Zeit... Noch 16 Minuten. Reif. Eieiei. Na, irgendwas funktioniert hier gar nicht, also weil die Zeit ist eigentlich 16 Minuten, aber das Stundenbett, von dem ich vorhin geredet habe, ist jetzt gerade erst bei 40. Das ist, also ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber... Ich habe mal bei der Bahn gearbeitet, ja. Ich habe recht. Ja, natürlich, aber die Sendung ist natürlich erst dann zu Ende, wenn das Stundenbett... Ach nee, ist er nicht, das haben sie ja angekündigt. Oder wenn Holgi uns von der Bühne schubst. Ja. Haben wir ja runtergeschubst, ja. Das ist ja, aber mich würde wirklich, also die technische Erklärung dafür interessieren, wie das funktioniert.
Hier also gibt es ein paar kompetente Leute. Das Ding geht ja eine Stunde. 16 Minuten noch. Das müsste schon viel weiter sein. Na egal, gibt's noch eine Publikumsfrage? Da hinten. Da, wo da hinten? Noch ich da und da. Ist das eigentlich die Doris? Ich sehe das gar nicht. Publikum, geh ans Mikrofon oder komm nach vorne, wenn meine Frage heute wäre, wo ist eigentlich Doris Aschenbrenner? So. Wer kommt denn da? Hallo und herzlich willkommen. Ah ja, guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Hallo? Die Gäste, die ich rief, gell, Malik? Ja, hallo. Mit wem haben wir es jetzt zu tun? Ja, ich bin Doris. Hallo Doris. Hallo Doris. Schön, hallo. Euch mal in live zu ich sehen. Ich glaube, du musst das Mikrofon ein bisschen näher vielleicht an dich ranmachen. Ja, biegen. Ja. Biegen, okay. Ja, was ich fragen wollte. Also Doris Aschenbrennerin. Ja, genau. Zu Gast in der Folge, einige Folgen vergangen in der Vergangenheit der Weisheit. Schlag es auf der Webseite nach, derweisheit.de. Der Weisheit macht schönes Haar. Herzlich willkommen. Also was ich mir gedacht habe ist, also wenn man ja auch hört, man hat so das Gefühl, man kennt sich schon so lange. Dabei hat man sich ja noch nie gesehen. Also dass ihr mal so in live irgendwo seid und so, das finde ich schon gut. Ich weiß nicht, ob das den anderen auch so geht, aber ich würde halt wirklich gerne mal so persönlich wissen, so was ihr dann so, was bei euch nächstes Jahr so ansteht. Gute Wünsche, Vorsätze und so Dinge. Also das würde mich mega interessieren, einfach so auf der Menschenebene. Also ich muss sagen, dass die Antwort bei mir möglicherweise ein bisschen trocken ausfallen wird. Verstörend. Teile der Antwort würden Sie verunsichern? Nee. Vielleicht, ich weiß nicht mehr. Nee, also mir fällt jetzt spontan sozusagen ein Ding ein, was ich dann erzählen kann, aber ich glaube, das ist total uninteressant. Willst du es trotzdem wissen? Ja. Okay, was sind denn deine Vorsätze für 2016? Also ich muss meine Doktorarbeit abgeben. Oh, okay. Das reicht. Das sozusagen, das ist das ganze Jahr? Nein, also sollte im ersten Viertel, wenn möglich und so, aber ich kann nicht weiterdenken. Ist nochmal Landtagswahl also, oder so? Nee, das dauert noch so ein bisschen, aber also ich denke an diesen Punkt und danach ist, weiß ich nicht, du wirst das sicher nachvollziehen. Voll. Denk nicht weiter, danach kommt auch nur ein schwarzes, elendiges Loch. Ja, irgendwie danach explodiert die Welt oder so, keine Ahnung. So, deswegen bin ich fein raus. Okay, Doktorarbeit, sehr schön. Herr Sies. Ja, ich habe mein ganzes Jahr 2016 darauf vorbereitet, rauszukriegen, was bei Markus Richter denn so die Veränderungen sind, die bei ihm anstehen. Ich bin gerade, ich habe eine Band übrigens. Erzähl doch mal was über die Band. Ja, echt? Wie heißt die eigentlich? Warte, irgendwas mit, Markus Richter kann das besser. Ich habe da diese Band und wir sind ja seit anderthalb Jahren bauen wir diese Platte zusammen. Seit einem Jahr nehmen wir da und produzieren und tun und machen. Und in der ersten Januarwoche werden wir diese finale Master-CD quasi in die Hand bekommen. Und für mich ist eigentlich das Einzige, was mich für 2016 gerade interessiert, ist so der ganze Musik-Business-Krempel. Die entsprechenden Leute treffen, Multiplikatoren finden, wie es so schön heißt. Und so. Aber machst du das dann in deiner Freizeit oder räumst du dann sozusagen auch Arbeitszeit frei? Was ist Freizeit? Okay. Man ist Freiberufler, das ist das Freie ja schon drin. Okay. Okay, schon. Ich als Lohnarbeitende, abhängig Lohnarbeitende. Nein, 2016, ich mag diesen Übergang zwischen zwei Jahren nicht so gerne und dieses, von außen an mich herangetragene Notwendigkeit zu reflektieren, wie 2015 war. Und ich denke immer so, vorbei. Genau, Dezember geht. Insofern habe ich auch nicht so viele Pläne für 2016. Der wichtigste ist allerdings, das demnächst endende Wintersemester zu überleben. Okay. Wovon ist das abhängig? Von der Anzahl der Anmeldungen für die letzte Klausur. Hint. Ab wann wird es spannend? Oder sozusagen, was ist eine Zahl, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich sterben? Hint. Challenge accepted. Kann man sich da auch anmelden, wenn man gar keine Ahnung von Soziologie hat? Wenn man nicht studiert. Was ist, wenn man gar nicht studiert? Kommt alle gerne mal vorbei. Also wenn der Raum umfasst 400 Leute, wenn der doppelt gebucht ist, dann falle ich langsam in Ohnmacht. Wie lange musst du dann korrigieren? Ja. 2016. Okay. Alles klar. Frau Kamerata. Ich habe jetzt fieberhaft überlegt, aber ich glaube, ich habe tatsächlich einen Vorsatz für 2016. Okay. Sonst hätte ich immer gesagt, ich habe keine.
Also meine letzten beiden Jahre waren tatsächlich sehr bewegt und mit sehr unerwarteten Ereignissen teilweise auch. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich versuche, immer mehr meinen Perfektionismus irgendwie fallen zu lassen und Sachen irgendwie so zu nehmen, wie sie sind, und von meiner Zwanghaftigkeit vielleicht ein bisschen loszukommen. Also ich habe immer sehr konkrete Vorstellungen, wie Sachen irgendwie sein sollen, wie ich da hinkomme. Und wenn dann irgendwie von 10 Sachen 9 erfüllt sind, dann bin ich immer ganz enttäuscht, dass halt die 10. nicht auch noch erfüllt ist. Und ich möchte sehr dran arbeiten, dass ich vielleicht auch mal mit 8 oder so zufrieden bin. Du, ich habe Mandarinen mit. Dann sind wir keine Freunde mehr. Kein Problem, alles klar. Haben wir schon mal das über meine deutlich. Obstphobie gesprochen? Willst du bei deiner Obstphobie? Bis 2016 deine Obstphobie angehen? Nee, das geht nicht. Also das ist ja tatsächlich irgendwann mal so schlimm gewesen, dass ich, also das ist eine Phobie, also es ist nicht, dass ich kein Obst mag, sondern also ich kann vollen Herzen sagen, ich würde eher eine Vogelspinne essen als eine Mandarine, also auch lebendig. Also wenn es sein müsste, jetzt nicht, dass ich das will, aber ich könnte das eher als eine Mandarine zu essen. Und deswegen ist es da noch ein bisschen hin, glaube ich, bis ich eine Mandarine essen will. Nicht 2016. Du brauchst ja auch noch Ziele für die ferne Zukunft. Ja, ja, also ja, Markus macht mal eine Dschungelcamp-Version so. Von der Weisheit. Frische Früchte. Das wäre sowieso der Horror. Sachen essen, die man nicht kennt. Also das war schon, es gibt ja dieses Dunkelrestaurant und da sieht man ja auch nicht, was man isst. Und das ist für mich auch eher so eine Folter. Aber was ist schlimmer, Mandarine essen oder was du nicht kennst? Naja, also was ich nicht kenne, könnte ja auch immer irgendwas sein, was ich nicht eigentlich essen möchte. Könnten ja Mandarinen drin sein. Na, ich habe tatsächlich im Dunkelrestaurant gesagt, dass ich stark allergisch bin und sofort sterbe, wenn ich irgendwas mit Fruchtzucker zu mir nehme, um sicherzugehen, dass sie nicht denken, ach komm, das ist egal, das merkt sie sowieso nicht. Ja, also, das ist aber eigentlich ist das ganz schön mutig, dass du das gemacht hast. Ich glaube, ich hätte das dann nicht getan. Also dahin zu gehen. Ja, aber die haben vorher schon gesagt, eben wenn man Allergien gegen Nüsse und sowas hat, und das kann ja auch wirklich physiologisch sehr krass sein, dass sie da auch drauf achten, und da habe ich mich drauf verlassen. Okay. Das hat auch geklappt. Ja. Und ich habe sowieso nicht erkannt, was ich esse. Ich habe wirklich so Sachen wie Möhren gegessen und dachte so, toll, was ist das? Und dann waren es halt Möhren. Okay. Sehr schön. Markus, wollt du pfuschst dich raus. Ja, natürlich. Kommen wir zur nächsten Frage. Du willst nur noch einen einzigen Podcast machen 2016. Endlich exklusiv. Ja. Mit uns. Monogam. Ist ja heute auch Staffelfinale. Treue. Also Loyalität. Ab nächstes Jahr keine Weisheit mehr. Nein, ihr wollt die lange oder die kurze Version? Wie viel Zeit haben wir? Wir haben noch 5 Minuten. Die kurze. Ach die kurze komm, Version. Ich will die lange. Wir die lange. Stimmen ab. Ja bitte, Handzeichen. Lang. Lang, okay. Publikum, lang Wie oder lang kurz? Wie lang ist lang? Publikum, lang mal die Hand heben. Lang kann ja maximal 7 Minuten sein. Sie mal die kurze Version die Hand heben? Ja, überstimmt. Okay. Also lang. Also es hat tatsächlich auch mit Arbeit zu tun. Und als ich das festgestellt habe, habe ich gedacht, so Gott, wie erwachsen ist man denn eigentlich sozusagen, dass das nächste Jahr so von der Arbeitsplanung. Wie alt bist du nochmal geworden dieses Jahr? Frau Kamerata, wollen wir nochmal über Ihr Mandarinenproblem? es gibt aber eine Weisheitsfolge, da kann man das nachhören. Ja. Nee, tatsächlich ist es so, ich bin ja Freelancer, mehr oder weniger. Also ich arbeite also in so einem seltsamen Angestellten, also nicht Angestellten, aber so in so einem, ich arbeite bei einem Radiosender oder bei zweien, und das ist so, man ist da schon häufig, man hat aber auch keinen, man hat nie die Sicherheit. Und was ich halt immer mache, ist, ich nehme so viel Arbeit an, bis ich nicht mehr kann, und dann noch eins. Mhm. Und was dann immer hinten runterfällt, ist alles andere. Also sagen so langfristige Planung, Steuererklärung, alles, was man so machen kann, das fällt dann alles flach. Und Ziel ist es so ein bisschen, das sozusagen das so irgendwie zu managen. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, aber ich finde es eine gute Idee erstmal grundsätzlich, dass halt noch andere Dinge Platz haben. Und was ich dann damit machen will, sind so Kleinheiten wie tatsächlich mit diesem Podcast das mal wieder regelmäßiger machen. Also ich weiß auch, also regelmäßig im Sinn von zuverlässiger. Ich würde gerne mal auf meine Webseite schreiben, dass ich auf Bühnen moderiere. Das mache ich jetzt irgendwie seit 2 Jahren, aber das weiß eigentlich niemand, außer die Leute, die mich schon auf der Bühne gesehen haben. Ich würde vielleicht mal eine Patreon-Kampagne starten wollen.
einfach nur, um das mal auszuprobieren. Ihr dürft gerne applaudieren, wenn ihr das gut findet. Das würde mich wahrscheinlich motivieren. Und eine der Sachen, die ich. Ihr müsst, ich sage das jetzt hier. Damit ihr mich Vorzeugen und Zeugen, damit ihr mich dann am nächsten Jahr daran erinnern könnt. Ich möchte nächstes Jahr auf den Chaos Communication Kongress fahren und nicht arbeiten. So, 2016. Journalisten applaudieren. Und fallen anschließend vor Lachen vom Stuhl. Ja, na gut. Ihr könnt mir so am 14. Dezember, wenn ihr mir da eine Mail schreibt und sagt, du wolltest übrigens auf dem Chaos-Kongress nicht arbeiten, das ist der richtige Zeitpunkt. Aber ich gebe dir Geld für einen Artikel. Oder so eine Sendung. Oh, ja. Na gut. So, vielen Dank. Dankeschön. Ein ganz schnelles haben wir noch. Gibt es noch jemanden aus dem Publikum, der gerne etwas sagen oder fragen möchte? Jetzt. Kommt. Da. Ja, da. Oh, da. Ja, bitte. Schnell. Kommen Sie schnell. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Genau, genau oi, zwei oi. Minuten. Aber nicht fallen. Das aber nicht fallen, genau. Hallo? Wollte den Herrn Aziz fragen, nachdem du jetzt... Warte, halt. Wer bist denn du? Ach so, ja, ich bin Jan. Hallo Jan. Hallo Jan. Herzlich willkommen. Hallo. Den Herrn Aziz fragen. Ich wollte den Herrn Aziz fragen, nachdem er ja jetzt seine ersten paar Schlucke Mate getrunken hat. Was hält er davon? Das ist ganz cool. Okay. Es ist wie Teelimo. Okay. Ich hatte noch sowas erwartet, was ich nicht erwarten würde. Und es ist aber so. Ich bin aber, muss man sagen, recht limokritisch. Mhm. Und deswegen finde ich ihn cool. Okay. Bist du derjenige, der dafür... Das kann ich also weder bestätigen noch... Ja, nee, das ist cool. Aber ich habe gehört, da sind irgendwelche Drogen drin. Da ist Thein drin und Koffein und Zucker. Also, okay. Mir hat mal jemand erklärt, wenn man so eine Mateflasche in Espresso bezeichnen würde, wären das, glaube ich, irgendwie so 6 Tassen und dann mit Zucker zugegossen. Deswegen würde ich mich tatsächlich fragen, also merkst du, weil du trinkst ja keinen Kaffee, oder? Nein. Und auch keinen schwarzen Tee, also nicht so viel. Doch. Viel? Regelmäßig. Was heißt das? Hast einmal pro Woche eine Tasse? Einmal am Tag oder alle 2-3 Tage vielleicht so. Hm. Aber okay, ich habe noch nie was von Tee gemerkt. Wie viel von der Mate hast du denn jetzt eigentlich getrunken? Ist die Flasche schon alle? Ja, so wie ich immer Getränke trinke, in homöopathischen Dosen. Ah ja, okay. Wo ist denn? Merkst du denn was? Ich merke nichts. Ich finde die Bühnenlampen warm. Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen. nein, noch nicht. Ich habe aber Angst davor. Ich bin ja mit so Substanzen, ihr wisst das, außer Kapernwasser kommt nichts in mich. Aber das hast du ja unter Kontrolle, oder? Das habe ich absolut. Habe auch keine 6 Dosen mit. Bitte was? Gibt es jetzt hier im Anschluss an die Sendung eigentlich eine Kapernwasser-Party? Ich habe davon gehört, ich bin da. Ja, wo ist die bitte? In der Lounge. In der Lounge? Ja, kommt alle in die Lounge. Nein, Quatsch. Ich gucke ja Holgi. Du guckst Holgi? Ja, ich muss ja süchtig werden. Es ist auch tatsächlich so, dass die Sendung jetzt an dieser Stelle vorbei ist. Wir danken recht herzlich, dass ihr alle da wart. Liebes Publikum, ihr wart ganz toll. Vielen Dank. Dankeschön. Wir waren, wie gesagt, für die Vorband nach uns. Holger Klein und Tobi Bayer mit dem Realitätsabgleich, die direkt am Anfang der Sendung hier anfangen. Jan, du bist natürlich der Mann, der jetzt hier sitzt und die Aufgabe hat, die den Gästen immer zukommt, der Weisheit letzter Schluss von Jan. Ja, also damit ist die Staffel zu Ende und nächstes Jahr dann auf dem Kongress Markus ohne Arbeit hier. Hey. So sieht's aus. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Yay. Wer Aufkleber will, ich habe noch welche hier, einfach vor zur Bühne kommen.